Können wir vielleicht noch ein bisschen Geld fordern? Kriegsreparation nennt man das bei Europa Universalis. Oh ja. Ist das zum Kotzen? Die Schweinebacke. Ja, ich komme nicht herum. Ich kann es nicht alles machen. Es hilft einfach nicht. Wenn ich jetzt nicht mache, dann verschwindet er mit seiner Armee. Verschwindet er mit seiner Armee. Und ich müsste ihm wieder hinterherlaufen. Auf der anderen Seite kommen aber die Chaoskrieger runter. Von daher, wir müssen hier unten eine Barriere machen. Ah, zähneknirschend wird hier angenommen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe nichts mehr zu trinken, kein Kaffee, nichts mehr. Da verzieht er sich. Oh, Moment mal, das war der gar nicht. Nein, das war ja... Ja, kaum spielt man mal 2,5 Stunden, hat man überhaupt keinen Durchblick mehr. Das war der ja gar nicht. Ja, jetzt greift er uns selber an. Wir sind natürlich etwas erschöpft, weil wir in der Marschstellung waren. Okay, das machen wir jetzt noch. Ah, ich wollte ja schon lange aufhören jetzt. Aber ich komme ja nicht dazu. Ich komme nicht dazu. Das muss doch zu schaffen sein hier. Wir haben jetzt hier komplett eine komplette Armee. Gut, nur 18, aber trotzdem. Eieiei. So, 21 ist okay. Aufstellung starten. Das ist natürlich wieder saudumm hier. Kann man wieder nichts erkennen. Also, unsere Einheit hier erstmal in die Mitte. Dann machen wir links und rechts nochmal einen Block. Ich habe jetzt auch keine Hoffnung mehr. Alle Hoffnung ist verloren. Wir geben nicht auf, aber... Wer weiß. So, wir haben hier einen Magier mal wieder. Verursacht magischen Schaden. Verursacht bei Kämpfern beträchtlichen Schaden. Stark gegen mehrere Angreifer. Okay, Bewohner der Tiefe müssen wir da nehmen. 20 Punkte kostet der, den können wir ja gar nicht auswählen. So viele Magiepunkte gibt es hier doch gar nicht. Doch, 21. Okay. So, er hier kann Trefferpunkte auffüllen. Heurika, da mal los. So, wir bringen die hier hoch. So, bewegt euch mal ein bisschen schneller. Natürlich schießt er schon wieder. Der Arsch. Können wir denn dich hier? Dann reiten wir doch gleich mal hier rüber und holen uns hier diese. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zu Hilfe. Nee, wir probieren jetzt das Große. Gott, das dauert ja ewig. Na super. Ja, aber habt ihr schon einiges durcheinander geworfen. War jetzt gar nicht mal verkehrt. So, die Bogenschützen. Oh Gott, die fliehen schon, sehe ich gerade. So, hier halten wir ganz gut die Stellung, muss ich sagen, aktuell. Die können ruhig ein bisschen hier rumschießen, solange unsere Bogenschützen... Das ist gar nicht, verkehrt jetzt hier. Oh, jetzt natürlich mitten rein. Was können wir denn hier machen? Hier zum Beispiel sowas, ne? Machen wir da so. Ich hoffe, das klappt jetzt hier einigermaßen. Ja, geht.
Er hat hier immer noch diese... Ah, jetzt kommt er. Was macht er denn? Wo läuft er denn hin? Er kommt jetzt quasi ihm zu Hilfe. Das heißt, wir fallen ihm in den Rücken. Mit den beiden Armeen, würde ich sagen. So, bisher sieht es ganz gut aus. Oh nein, da unten haben wir ein Problem, sehe ich gerade. Immer schön ruhig bleiben. Wir können ja hier vielleicht mal ein bisschen jagen gehen. So, alle schön drauf. Ah, die Flugeinheiten sind schlimm, ganz schlimm. Wo ist denn unser Anführer? Eieieiei, das ist schon ein bisschen hier. Oh, da flieht er schon, da flieht er. Da flieht er. Er flieht, das ist ja richtig gut. Wir müssen hier unsere Armeen wieder einigermaßen sammeln. Eieieiei, wo haben wir denn noch irgendwo vielleicht ein paar Armeen? Ah, wir haben noch nicht gewonnen. Wir haben noch nicht gewonnen, Mensch. So, der flieht jetzt auch offenbar. Wir müssen die Leute zusammenhalten. Wir dürfen uns nicht so auseinanderreißen lassen. Ah, da kommen wieder welche, sehe ich gerade. Was machst du denn hier unten? Ich glaube, das haben wir gewonnen, Mensch. Wenn wir noch einigermaßen durchhalten. Wir müssen die da oben. Um die müssen wir uns auch kümmern, hier oben. Und ich frage mich gerade, wo. Da haben wir ja auch noch welche. Die habe ich ja komplett vergessen. Kann doch jetzt nicht so schwer sein, hier die zu besiegen, Mensch. Was ist denn los mit euch? Können wir noch irgendwas zaubern? Hier zum Beispiel. Ja, was ist denn los? Das dauert ja ewig, bis der zaubert. Ach, der muss jetzt hochlaufen. Wo sind denn unsere Bogenschützen noch? Hier zum Beispiel. Natürlich jetzt blöd. Können wir euch noch mal irgendwie komplett zusammenfassen? Das ist mir jetzt zu viel durcheinander. Die Bogenschützen, da müssen wir einfach das Feuer konzentrieren. Auf die Einheiten, auf die bestimmten. Ich
Ich darf mich nicht zu weit weglocken lassen. Oh, jetzt flieht ihr alle. Was ist denn los mit euch? Was ist denn jetzt los mit euch? Unsere Kavallerie kommt wieder. Oh Mann. Jetzt bricht alles wieder. Jetzt bricht alles. Stell dich nicht so an. Können wir noch was zaubern? Das wird wohl nichts mehr. Vor allem, weil unsere Kommandantin jetzt auch wieder noch weg verschwindet. Da kommen noch mal welche zurück. Machen wir mal ein bisschen schneller. Dann muss man sich das Leiden nicht so sehr anschauen. Können wir noch irgendwie, Moment mal, wir können doch bestimmt noch irgendwas Gutes zaubern. Füllt Trefferpunkte auf, hier zum Beispiel. Ne? Dann machen wir hier mal alles voll wieder. Mehr oder weniger. Das ist so zum Kotzen, diese Streitwagen. Die sind so furchtbar. Verdeckte Feinde mal wieder. Wo kommen denn die jetzt auf einmal her? Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem, der wird immer noch irgendwie außer Kontrolle, sind die. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber wahrscheinlich dann besonders stark. Was ist hier los? Was ist hier los? Wir haben halt nichts mehr, ne? Nee. Solch eine Schmach hier, die letzten paar Schlachten. Ich gehe jetzt ins Bett und weine. Aber so dermaßen, ne? Schaut euch das an. Das ist nicht okay. Natürlich hat er unsere Armee komplett vernichtet. Das war so klar. Wir könnten natürlich jetzt, da müssen wir jetzt mal schauen, ob das geht. Wir müssen auf alle Fälle einen neuen Kommandanten rausheben. Unseren neuen Kommandanten, den Tyron. Ärgert mich immer noch, dass ich das vergessen habe. What the fuck? Was ist denn jetzt schon wieder los? Wer greift mich denn jetzt an? Oh, das Chaos. Ist der alleine? Der ist nicht alleine. Hat noch leicht Verstärkung mit dabei. Ne, wir ziehen uns jetzt zurück. Und jetzt geht's nicht mehr. Das macht keinen Sinn. Das ist so furchtbar. Ja, dann machen wir jetzt schon die, keine Ahnung, dritte, vierte, fünfte Schlacht oder so. Mit wenig Aussicht auf Erfolg. Sämtliche Armeen sind dezimiert worden. Meine Motivation hält sich in Grenzen aktuell. Um es mal gelinde auszudrücken.
So, wo können wir uns denn hier positionieren? Hier oben? Oder hier drüben? Hey, das sind ja auch wieder Einheiten, ne? Jenseits von Gut und Böse, die können noch gar nichts aktuell. Wir haben fast keine Bogenschützen. Wir haben einen Kommandanten. Der kann zwar fliegen, aber sonst auch nichts. Trefferpunkte auffüllen noch. Kavallerie. Können wir mal hier hinstellen. Die schicken wir eventuell links herum. Die andere Kavallerie macht hier keinen Sinn. Die können wir aber mal in den Wald hier stellen. Oh, die kommen von da. Na toll, na toll. Dann nehmen wir die auch hier rüber. Ja, Gefecht starten. Ist ja egal mittlerweile. Eieieiei. Ja, jetzt sammelt euch natürlich noch ein bisschen. Holt nochmal tief Luft, ne? Wartet, bis die Verstärkung da seid, ihr Vollhorst. Jetzt greift schon an, ihr habt mich angegriffen. Das heißt, ihr müsst hier rüberkommen. Ah, ich müsste das Zeitlimit mal einschalten. Jetzt hat er denn hier irgendwas brutzelt da vorne, sehe ich gerade. Wie eine Lunte sieht das aus. Ich warte hier, ich mach nichts, ist mir jetzt egal. Macht, was ihr wollt. Ja, die Hälfte wieder rotes Dreieck. Dum, 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 dum. Kann man dann nachträglich das noch einschalten? Wahrscheinlich nicht mehr, oder? Willst du mich verarschen? Jetzt greif schon an! Mensch! Da hat er wieder einen Todbringer, das ist so klar. Ja, ich denke mal, er wartet jetzt einfach, bis hier alle da sind, um dann mit vereinten Kräften in die Schlacht zu ziehen. Wo ist denn der Boss? Haben die überhaupt doch hier oben? Ludred Höllenstank. Ich hasse das Spiel, ich hasse es. Wenn ich verliere, dann hasse ich es. Ach, ist das schön hier. So, jetzt geht's endlich los. Na, wunderbar. Unsere Kavallerie müssen wir im Auge behalten. Uiuiui. Schön verstecken hier hinten, damit die nicht beschossen werden kann. So, beeilt euch mal ein bisschen. Vielleicht, oh, da haben wir schon wieder ein rotes Chaosritter-Lanzen. Hier haben wir nur Chaosritter. Das ist so klar, dass die natürlich wieder auf uns gehen. Was kommt denn jetzt hier? Da kommt er mit seiner kompletten Kavallerie. Dann gehen wir hier rum. Können wir hier mitten reinreiten? Jetzt geht ja schon wieder gut los hier. Wir versuchen mal irgendwie hier durchzukommen, hier hoch zu den Todbringern. Währenddessen können ja unsere Bogenschützen mal ein bisschen schießen. Oh, da kommt ja schon wieder jemand. Wahnsinn, Wahnsinn. Selbst gegen die Kavallerie haben wir keine Chance.
Ach, das Trefferpunkte auffüllen ist nur auf sich selbst. Na toll, das hat sich ja voll gelohnt, dass wir das gemacht haben. Ich spiele immer noch auf der schnellsten Geschwindigkeit, sehe ich gerade. Da müssen wir etwas aufpassen. Kannst du hier jetzt mal durchgehen? So, ihr geht auch hier. So, jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen schauen, ob wir das irgendwie auf die Reihe bekommen. Ich habe wenig Hoffnung, aber naja. Wo ist denn der? Dann gehen wir vielleicht gleich direkt auf den Boss, oder? Das ist super. Da oben vergesse ich meine Kavallerie mal wieder. Es läuft, würde ich sagen, richtig gut. Da unten haben wir auch noch eine Speereinheit. Oh, ist das schrecklich. Ist das schrecklich hier. Na, wenigstens bekommen wir hier oben einen Todbringer. Eieieiei, das ist ja... Ich spule mal vor. Die Schmach wollen wir uns nicht nochmal so in langsam geben. Einheit siegt, klar steht hier, das ist so klar. Natürlich. So, Trefferpunkte können wir nicht mehr auffüllen. Das haben wir ja schon vergeigt quasi. Eieieiei. Haben wir irgendwo noch Einheiten rumstehen? Natürlich haben wir die noch rumstehen. Wieso auch nicht? Dum di dum di dum. Na gut. Und mal wieder verloren. Wir haben auch noch eine. Ah. So schrecklich. So unfassbar schrecklich. Da kommt er wieder reingeflogen. Ach ja, das ist ja schön. Schneller! Ich bin leicht enttäuscht, man merkt es vielleicht. Ich rede nicht mehr so viel. Hauptsache wir haben einen Banner bekommen. Oder hat ihn er bekommen? Ah. Ach, das waren gar nicht die? Doch. Hä? Wer war das denn hier? Gegen wen haben wir denn hier verloren? Ach, die haben uns einen Banner gestohlen. Und natürlich die Armee komplett vernichtet, das war auch klar. Und jetzt teilen sie sich auf. Ich bin so fertig mit den Nerven.
wie lang der fahren kann. Okay, 180 Puls habe ich. Oh Gott, ich klicke jetzt einfach alles durch, mir ist es egal. So. Wir haben jetzt knapp 3 Stunden. In der letzten Stunde, sagen wir mal so, haben wir komplett alles verloren, was wir uns aufgebaut haben. Also fast alles verloren. Aber wir haben hier jede Menge Kohle, sehe ich gerade. So, jetzt ist die Frage, können wir ihn hier angreifen? Wir könnten jetzt ihn nochmal angreifen. Ach, das ist hier die Interventionsstreitkraft. Dann haben wir ja doch Frieden geschlossen. Was ist denn das hier dann? Kriegerschar des Adlers. Wer ist denn das? Den kenne ich ja überhaupt nicht. Kriegerschar des Adlers. Die gibt es hier gar nicht. Die Kriegerschar des Adlers gibt es hier nicht. Jedenfalls sehe ich die nicht. Na gut, also wir müssen uns mal überlegen, was wir beim nächsten Mal machen. Entweder wir laden komplett neu. Das wäre mir ganz recht. Wir haben hier immer noch +4. Wir haben immer noch 8 Runden auszuhalten. Wir müssen hier runter marschieren. Das machen wir gleich mal. Wir können den Tyron rekrutieren. Und zwar rekrutieren wir den wo? Hier zum Beispiel. Eieieiei. Ist das schlimm? Ist das schlimm? Kannst du hier reinmarschieren jetzt bitte? Hallo? Ja? Jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Ich verstehe es nicht. Na gut. Wer sind denn hier die Kriegerschar des Adlers? Das heißt, wir könnten uns jetzt um die Armee kümmern. Dann werden wir aber... Wer kann denn hier aufsteigen? Dann können wir aber sofort, werden sofort dann wahrscheinlich niedergemetzelt von den anderen Einheiten. Mann, 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 was für ein Tag heute. Also die werden wir jetzt auf alle Fälle schaffen. Mit der Einheit. Hoffe ich. Dann haben wir hier oben unsere andere Haupteinheit noch, die sich eventuell hier um den kümmern kann. Vielleicht geht er jetzt hier weiter runter. Er bleibt eventuell hier, warum auch immer. Er wird sich wahrscheinlich hier hoch bewegen. Das heißt, den können wir dann abfangen. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch irgendwie gebacken. Wir müssen auf alle Fälle in der nächsten Runde jetzt, oder jetzt eigentlich sofort, ihn angreifen. So, wir können nochmal upgraden. Okay, wir haben hier oben auch nochmal eine komplette Armee. Da sind wir jetzt im Plus von 15. Wir haben halt hier durch das Ritual haben wir halt den Bonus auch, ne? Ja, okay, dann machen wir das so. Hier versuchen wir dann in der nächsten Runde noch ein bisschen zu rekrutieren. Wahrscheinlich wird er uns gleich angreifen. Na gut, also wir gehen jetzt hier mit der hierher. Kämpfen mit der. Er hat hier halt jede Menge frische Einheiten. Das heißt, die wird dann verloren sein, die Einheit. Ich will gar nicht dran denken. Runde 93, Chaos pur. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Treuhalten, dass ihr so wacker mit mir durchhaltet und mir bei diesen schmachlichen Niederlagen, ich glaube es waren jetzt echt jetzt 4 oder 5 hintereinander, oder? Zugeschaut habt. Und wir haben uns ja mit Händen und Füßen gewehrt, ne? Aber es hat alles nichts geholfen. Und ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen. Wir sehen uns die nächsten Tage wieder beim nächsten Stream. Ich überlege mir das mal, ob ich nochmal neu lade. Also wenn das jetzt hier nicht klappt,
mit den Einheiten, dann müssen wir auf alle Fälle neu laden. Aber das ist so schmachvoll, wenn wir neu laden. Das geht ja auch nicht. Gut, also zu viel gequatscht. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag und bis zum nächsten Mal. Ciao.